Kennst du das? Du hörst dich auf Band und denkst, hey, das ist definitiv nicht meine Stimme. So höre ich mich nicht an. Ich finde es schrecklich. In meinem letzten Video habe ich erzählt, warum wir oft unsere Stimme nicht mögen. Aber in diesem Video soll es darum gehen, zu erkennen, was eigentlich unsere echte Stimme ist. Also welche Stimme ist denn nun unsere wahre Stimme? Denn wir haben zwei Varianten. Einmal die Variante, wie wir uns von innen hören. Und dann die Variante, wie wir uns von außen hören, beziehungsweise auf Sprachaufnahmen und so weiter anhören. Wenn ihr mal wissen wollt, wie ihr euch von innen hört, dann haltet mal die Ohren zu, denn dann hört ihr euch gar nicht von außen, sondern nur von innen. Also wenn ihr jetzt zumacht und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sagt, dann hört ihr eure Stimme innerlich trotzdem, auch wenn ihr euch ganz fest die Ohren zugehalten habt. Von außen wiederum könnt ihr euch so hören. Verlängert eure Ohren so und klappt sie nach vorne. Wichtig ist, dass tatsächlich da keine Luft da oben durchgeht, also nicht so, sondern tatsächlich je dichter ihr es macht, desto besser. Und jetzt redet ihr nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das hört sich vollkommen anders an. In der Regel nehmen wir uns über innen eher dumpfer und tiefer wahr und uns kommt die Stimme, wenn wir sie hören, plötzlich so hoch und blechern vor. Es gibt also diese zwei Varianten der Stimme, die innere Wahrnehmung und die äußere Wahrnehmung. Aber welches ist nun deine wahre Stimme, deine echte Stimme? Diese Frage ist so absurd, als würdest du dich fragen, wer bin ich? Bin ich mein Körper? Bin ich meine Seele? Oder bin ich mein Geist? Du bist natürlich Körper, Seele und Geist. Und deine Stimme ist eine innere und äußere Stimme. Und es ist nur eine Sache der Betrachtung, der Wahrnehmung. Deine Stimme hat genauso wie du ein Außen und ein Innen.